Die italienische Polizei hat am Donnerstag 22 Personen verhaftet und Vermögenswerte im Wert von über 600 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Polizei in Venedig geht davon aus, dass die Gruppe versuchte, in mehreren Ländern Gelder aus Pandemiefonds der EU und die von Italien eingeführten Programme zur Wohnraumverbesserung zu betrügen. Die Polizei beschlagnahmte Luxusgüter sowie unrechtmäßige Steuergutschriften im Wert von rund 600 Millionen Euro. Die Ermittlungen verstärken die Befürchtung, dass sowohl die EU-Krisenfonds als auch Italiens eigene Bauprogramme ein gefundenes Fressen für Betrüger sind.